Okay, dann hole ich jetzt mal, ich hole meine Mistgabel und meine Fackeln und dann laufen wir los und dann gehen wir den bösen Vogel jagen, obwohl wir uns von dem bösen Vogel verstecken sollten. Vogel, könnt ihr mit einem Kampfstab umgehen? Was ist ein Kampfstab? Er sollte auf den Stab, den er bei sich trägt. Oh, ihr habt ein Stück Holz dabei. Warum habt ihr das ja nicht gesagt, als ich vorher gemacht habe? Weil dieses Holz von einer 500 Jahre alten Dryade stammt, also nein. Also ich weiß, wie man jemand mit einem Stock haut, wenn das eure Frage ist, ja. Denn in diesem Stab ist Magie gebunden. Das sollte eher ein solches Wesen verletzen können als eure Mistgabel. Also, nehmt das jetzt nicht böse auf, aber in der Priorschule, da haben die gesagt, dass nur die Leute mit Magie umgehen sollen, die es auch verstehen, weil, der Prior, der gibt mir bestimmt jetzt auch gleich recht, Magie ist ganz gefährlich. Wenn man sich nicht auskennt, dann macht man nur Sachen kaputt. Prior, du hast da recht. Ja. Wieso? Und deswegen soll ich das nicht anfassen, weil sonst am Ende ist der Prior ganz böse und wenn der Prior ganz böse ist, das ist nicht gut für mich. Vogel, ich mache mir wirklich ein wenig Sorgen um dich, wenn wir gegen einen Ifrit. Ich möchte nicht sagen, dass du nicht mitkommen sollst, aber nimm doch ein wenig Hilfe an. Ich könnte dich verzaubern und deiner Kampfeskunst ein wenig stärken. Ich habe einen guten Vorschlag. Wir machen das und wir vertrauen auf die Götter dabei. Und weil Herr Priodo sagt, wir müssen das machen, müssen wir es auch machen. Aber selbstverständlich, du kannst welche Götter auch willst auf Lippen haben, während ich dich verzaubere. Herr Priodo, du haltest das für eine gute Idee? Ich heiße den Magieeinsatz normalerweise nicht für gut, aber gegen solche Geschöpfe will ich es durchgehen lassen. Also jetzt sprecht ihr wieder mit so vielen Worten und ich weiß nicht so genau, was ihr gesagt habt. Ja, tut Ach so. es. Ah, gut. Es geht um Dankeschön. euer Leben und eure Seele. Ihr wisst wirklich, wie man Leute motiviert. Ich weiß. Habt keine Angst. Alles wird gut. Ich bin voller Mut. Ich würde den Zauber aber erst auf dich schwächen, Ruckel, kurz bevor wir da sind. Und Ja. du brauchst dich davor nichts fürchten. Wird ein angenehmes Gefühl sein. Also kannst du ja mal Menschenkenntnis würfeln, aber Roger sieht nicht glücklich aus. Ich mache schon mal meine Fackel an. Irgendwie, wenn ich meine Fackel an ist, dann habe ich mehr. Dann fühle ich mich besser. Habt ihr das auch? Vielleicht ist das so eine Art Ritual. Vielleicht ist das meine Kampffackel. Ich habe das gesehen. Viele Krieger, die haben immer so ihr Schwert poliert. Vielleicht ist das bei mir ähnlich. Jetzt guckt er wieder alle so komisch. Ich mache einfach meine Fackel an. Was immer euch helfen mag, diesen Kampf zu bestehen, soll gut sein. Nach ungefähr 2 Minuten komme ich wieder, habe eine Fackel in der Hand, in der anderen Hand eine Mistgabe, die Fackel ist an und ich habe mir wohl offensichtlich 2 oder 3 Mal ins Gesicht geschlagen, denn die Wangen sind errötet. Also ich bin bereit. Wir schaffen das. So brecht ihr auf. Ihr trennt euch von den Novadis und könnt in Richtung dieser Flugschneise gehen, wo der große, schwarze, kamelartige Geier kreist. Nach Südwesten. Ihr könnt dann sehen, wie leicht unter euch einige Wagenspuren führen, die der Wind noch nicht abgetragen hat. Es wird auch ein bisschen steiniger, ein bisschen felsiger und wenn ihr den Wagenspuren folgt, könnt ihr tatsächlich zu der Stelle kommen, wo die gewaltige dämonische Kreatur, der Ifrit, nicht nur kreist, sondern mittlerweile auch niedergegangen ist. Trotz der Dunkelheit könnt ihr es mittlerweile sehen. Ihr könnt das rote Glimmen dieses Asquarads erkennen. Und zwei, drei Zelte, die um eine Stelle herum aufgebaut sind, die von einem Krater kündet.
ein großer Krater, der in der Wüstenlandschaft von einem Einschlag kündet. Steht dort oben, leicht abgekniet oder hingelegt, und seht, dass wohl auch in den Zelten einige Schatten sich hin und her bewegen. Sieht ihr uns schon, oder? Der Asquerat? Nein, noch nicht. Es, ja, wie ich befürchtet hatte, zu einem Dämon gehört auch ein Beschwörer. Wollt ihr euch um den Beschwörer kümmern, während ich mich um diesen Dämon kümmere? Dies kann ich wohl tun. Ich würde jedoch lieber das Gespräch suchen, bevor ich jemanden, ohne überhaupt seinen Namen erfahren zu haben, einfach in Flammen aufgehen lasse. Er ist ein Dämonologe. Was gibt es da zu sprechen? Das ist das, was wir annehmen. Das ist einzig wohl ein Beschwörer, darin aufzuhalten. Oder dieser Dämon hat den Befehl, einer bestimmten Person zu folgen. Wir wissen nicht, worum es geht. Unsere Vermutungen, dass es sich um finstere Machenschaften handelt, sind wohl sehr wahrscheinlich. Aber wir wissen nicht, ob jeder in diesem Zelt unschuldig ist. In der Tüte nur die Beschwörer. Es kann niemand falscher, einen Dämonenbeschwörer zu töten. Stimmt ihr mir darauf nicht zu? Eine ganze Riege ehemaliger Hofmagier zu Gareth würden euch jetzt widersprechen, aber ja, ich weiß, was ihr meint. Ich denke, dass Töten immer falsch sein kann. Also wir sollten jetzt wirklich mal anfangen. Also das wird ja. Können wir jetzt endlich den bösen Dämon wegschicken, dann können wir nämlich auch wieder ins Zelt gehen und uns hinlegen. Ina müsste dafür ran, Rayodur. Nur etwa auf 7 Schritt Reichweite. Und wie lange braucht ihr? Etwa, ja, 15 Achsen kann man schlecht, so lange wie ihr braucht, um ein Glas Wasser zu trinken, etwa. Das schaffe ich. Und das setzt voraus, dass die Kreatur währenddessen die ganze Zeit in der Reichweite bleibt oder am Ende in dieser Schritt nah an euch sein muss. Nun, da es ein gehörnter Dämon ist, ist die Reichweite vergrößert. Das beantwortet jetzt die Frage nicht so richtig. Nun ja, die Reichweite, in der sich der Dämon befinden soll, am Ende der Zeremonie, beträgt etwa 30 Schritt. Also wir müssen auf 7 Meter ranlaufen, dann fangen wir an, zu Prius zu beten, ganz dolle, und dann müssen wir, solange wie ich ungefähr brauche, um einen Schub Wasser zu trinken, müssen wir das Vieh ablenken. Ein Glas Wasser, aber ja. Ihr müsst mich beschützen während dieser Zeit. Gut. Der Plan ist, gehen einfach hin, ziehen keine Waffen, und falls irgendwer rauskommt, sind wir entweder schon nah genug, um den Dämon zu entschwören, oder unterhalten uns erstmal mit ihnen, bis wir nah genug dran sind. Sollte das nicht funktionieren, dann werden wir uns wohl nah genug ran kämpfen müssen. Aber ich möchte eben die Gelegenheit geben, noch etwas vor seiner Verurteilung zu sagen. Dieser Dämon wird auf jeden Fall verschwinden. Sagt Omar, wäre es nicht für euch möglich, einen Djinn oder einen Diener zu rufen? Für den Notfall? Das ist definitiv in meiner Macht. Ich meine, ein Erzelementar würde sicherlich dazu helfen können, unseren Feuersgeweihten zu beschützen. Wie lange wird der brauchen dafür? Nun, den Schutz des Feuersgeweihten können wir sicher gewährleisten. Ich mache mir viel mehr um den Dämon Gedanken, dass er hin und fortfliegt. Auch da könnte ein Erzelementar durchaus helfen.
Kein Diener der Luft. Zu welchem Freund ihr ruft, ist eigentlich egal. Ob der ruft irgendeinen Freund. Nun, einem Diener wäre es möglich, das Element zu manipulieren. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, aber auch so ein... Ich spreche definitiv von einem Djinn. Ich setze nur Luft als Alternative zu Erz. Ich kenne mich mit den Fähigkeiten solch höherer Sendboten nicht aus. Dementsprechend müsst ihr es entscheiden. Ich dachte nur daran, dass auch so ein Wesen von Sand begraben erstmal nicht mehr fliegt. Treibsand kann so gefährlich sein in der Wüste. Ich denke, dass hier ist ein Ort, an dem Erz und Luft. Wüste ist ein Ort, wahrlich ein Ort, an dem Erz und Luft miteinander harmoniert, auch beide es nicht wissen. Also macht einfach irgendwas, aber wir können jetzt hier nicht ewig im Sand liegen. Nun, wenn ich einen Djinn rufe, dann würde er es wohl Zeit in Anspruch. Ja, dann fangt an. Ja, ich bräuchte auf jeden Fall 5 Minuten, um den Djinn zu rufen, aber davon werden wir uns dann eine Weile vom Lager nochmal wegbegeben. Also nicht an dem Ausguck, wo wir das beobachten konnten. Zumindest Omar würde sich wegbegeben, ungefähr 100, 200 Schritt. Und damit seine Anrufung starten. Ja, es gibt keine Zeit, irgendein Pentagramm zu zeichnen oder ein Heptagramm. Ja, für einen Djinn brauchst du ein Hexagramm, ein Sechseck. Ein Hexagramm, so ist das. Ein Djinn braucht 30 Minuten, richtig, 6 Spielrunden. Das heißt, ich muss das einige Male modifizieren, um das um 5 Minuten zu bekommen. Ich muss 3-mal halbieren. Und was mir eine Erschwernis von 15 gibt, was mir schon die Maximalerschwernis, die ich durch Modifikationen habe, nimmt. Aber dann kriege ich es in 5 Minuten hin. Ja, halbiert plus 8, halb plus 9. Ja, wie bitte? Du bist der Willenmagier. 5 plus 15 gibt halbiert plus 8. Ja, richtig, aber vor der Halbierung wird bereits reingerechnet, was man als maximale Erschwernis nehmen kann. Und so, es ja. Ist, ja, klar. Du brauchst maximal CDW, brauchst dafür das Richtige, ja. Im Ruf. Und du rufst eine Luft-Djinn, ja? Oder Erz? Ich rufe einen Luft-Djinn. Kann ich würfeln? Ja. Kommt der Wurf? Ja, okay. Wurf liegt. Djinn ruft plus 8. Ja, kommt ein bisschen mal dazu, oder? Name, Beschwörer, etc. Genau, hast du davon irgendwas? Ich habe keinen wahren Namen der Luft, nein. Das heißt, auf die plus 7 kommt noch die Erschwernis drauf. Ich habe keine Möglichkeiten, ich krieg noch eine 2 plus 2 drauf. Also, ich habe einen Talentwert von 15 durch die Zauberspezialisierung, die ist nicht eingetragen. Das heißt, ich habe eine Max-Erschwernis von 9 und Djinn der Luft gibt eine Erschwernis von, genau. Ich weiß es nicht. Hast du Merkmalskenntnis Elementar? Habe Merkmalskenntnis Elementar. Gibt es schon eine 2 Erleichterung? Also Affinitätselement hast du ja auch? Die habe ich auch, aber das geht um die Anrufungsschwierigkeit. Erzählt mir dann, ja. Ganz kurz, wie oft willst du verkürzen? Ich möchte 3-mal verkürzen. Das kannst du, glaube ich. Warum nicht? Ja, kann er sein. Halbierte Zauberdauer ist plus 5, richtig? Dann sind wir bei plus 15. Nur mit einem Level von 15 mindestens. Die Zauberspezialisierung ermöglicht aber keine weiteren Modifikationen. Du musst vor der Du musst mindestens ein Talentwert von 15 haben, um die Erschwernis 15 überhaupt zu machen zu können. Das ist richtig. Richtig, und genau. Das habe ich auch mit der Zauberspezialisierung. Okay. Die Spezialisierung zählt aber nicht mit rein. Da bin ich sicher. Ja, aber ich kann mir ja nicht Zeit lassen. Okay, nee. Aber ich glaube, 10 Minuten reicht halt auch. Ja, brauche ich 10 Minuten dafür. Wollte gerade sagen, das passt doch. Das sind so 8 Minuten. Halbiert 30 durch 4 sind 7,5.
Möchtest du einen Luft-Djinn rufen? Ich rufe einen Erzelementar. Ja, du hast noch Erleichterung. Das kannst du auch machen. Das ist das Ort der Zeit. Also ich möchte weder meine Kontrollprobe modifizieren, noch möchte ich dem bestimmte Eigenschaften mitgeben. Das heißt, durch die Erleichterung und so können wir uns einig sein, mit der Probe ist das geschafft. 10 Minuten dem Beschwören. Ja, es kommt auf die ZFP an. Wie viel ZFP du hast, die Kontrollprobe später. Und wie viel, was machen wir jetzt etc. Also sollte schon ausrechnen genau. Ich will mir dann tatsächlich den elementaren Diener einmal nutzen. Zeit lassen, wir brauchen beide 10 Minuten dafür. Und naja, Natur, wir sind noch in der Wüste. Wie war die Schwernis für den elementaren Diener? Eine plus 4. Dann reicht es sich um einen Punkt genau nicht. Schade. Ja, Omar begibt sich in die Wüste. Zeichnet ein. Das Hebram? Nee. Nochmal bitte. Hexagramm. 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 Scepter. Macht ein Hexagramm aus Sand und Asche, welches er aus einem Beutel herholt, in den Sand und entzündet auch noch ein kleines Feuer. Spricht dann die alten Worte auf Urtulamidia, die dann kurz danach in der Luft vibrieren und hält die Hände erwartend ausgestreckt. Zeig dich mir, Benim. Ich rufe dich im Kampf gegen den Ifrit. Du merkst, dass die Luft ein bisschen süßer um dich herum wird und deine Sinne ein bisschen vernebelt, wie du beginnst zu fantasieren oder zu träumen. Und dann stellst du dir zumindest vor, dass vor deinem Auge in einem gedachten Hexagramm die Luft so konsistent wird, dass du eine Person darin erkennen kannst. Ich bin Al-Shaik. Ich grüße dich, Al-Shaik. Ich bin Omar. Ich herrsche über das Feuer. Doch. Ich erbitte die Hilfe der Luft. Im Kampf gegen einen Dämon. Und die Außersphärischen müssen wir alle zusammenhalten. So ist es. Dieser Dämon ist geflügelt und will eure Domäne, den Luftraum eurer Domäne pervertieren. Du sollst dafür sorgen, dass es am Boden bleibt, sobald der Kampf entbringt. Und dass es nicht unserem Exorzismus entspringt oder entflieht. Dies ist deine Aufgabe. Die Luft ist mein Reich. Ich diene. Ich würfel mal die Kontrollprobe und mit der 12 müssen wir das nicht berechnen. Ja, passt. Kampf gegen Dämon ist sein Element. So, du fragst, Elementarer Diener plus 4, kommt da noch irgendwas zu? So, du willst einen Elementargeist rufen. Hast du Materialmenge? Mehr als 10 Unzen? Hast du. Sand ohne Ende, plus 4. Qualität des wahren Namens. Hast du eine Qualität wahren Namen? Nein. Kein wahren Namen mehr. So, dann hast du. Bist du nackt oder bist du rituell gereinigt? Nein. Du bist nicht nackt. Er ist barfuß, minus 1 gibt aber. Ja, das genau. Muss aber schon gelungen sein, oder? Mir fehlt ein Punkt. Wenn du nackt bist, gibt's minus 1 Punkt. Wenn du dich rituell gereinigt hast, gibt noch einen Punkt. Du bist halt nicht nackt, du bist halt nur barfuß. Das reicht völlig aus. Nein, das reicht nicht aus. Doch. Ich hab 13. Du musst barfuß auf der Erde stehen, um ein Elementar zu rufen. Für die Beschwörung, Beanrufung. Hast ja das Herbeirufungsgewand, gibt die Erleichterung ja auch. Und da muss man auch nur barfuß sein und das Gewand tragen. Die Zauberprobe ist mit der plus 4 um einen Punkt daneben. Da hast du Begabung für das gerufene Element? Hast du eine Merkmalskenntnis? Ich hab Merkmalskenntnis, ja. Elementar für Erz? Okay, dann minus 2. Merkmalskenntnis dämonisch, Paktiere, Affinität zu Elementaren. Hast du Affinität zu Elementaren? Das hilft dir zumindest bei der Beherrschungsprobe. Nein.
Gut, aber mit bam 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 bam, elementare Zitadelle ist hier nicht. Ort elementare Reinheit ist es auch nicht. Potenter elementarer Ort. Es ist eine Wüste, ja, minus 2, gebe ich dir auch nochmal. Umstände des Ortes. Minus 2, das reicht, damit kommt das Ding auf alle Fälle. Qualität der verwendeten Materialien. Erz hast du. Das ist kein Kies, kein Geröll, es ist kein. Ja, es ist einfach reines Erz. Plus minus 0. Und wenn du mir eine Sternkundeprobe würfelst, könntest du noch mehr bekommen. Könntest aber auch weniger bekommen. Probieren wir es auch mal. Mache ich in W20? Super, dann bekommst du von mir nochmal eine minus 2 durch die Umstände der Zeit. Passt, dann kommt auch ein kleiner elementarer Diener, der sich aus Sand vor dir aufrichtet und relativ kleines. Du siehst aber noch angedeutet, ein Schemen wie ein Umhang, wie ein Novadi, nur eben aus Fels und aus Gestein gefertigt. Jetzt müssen wir eigentlich eine Kontrollprobe schaffen. Zu groß? Wir hatten noch nicht das Vergnügen miteinander. Was kann ich für dich tun? Was willst du? Ich weiß, Erz und Luft vertragen sich eher selten, aber siehst du den großen Luftikus da drüben? Guck mal, was da drüben steht. Das Vieh muss weg. Würdest du dem Luft helfen, das Ding zu verprügeln? Ich bin nur ein kleiner Diener, aber Ruhm hilft. Es reicht schon, wenn du ihn mit den Füßen festhältst. Das kann Ruhm. Hervorragend. Ich danke dir. Gut, Alshaik, erheb dich in die Lüfte und erwarte meinen Ruf. Der Wind wird ihn zu dir tragen. Ja, er verschwindet wieder, gewirbelt. Und so tritt Amar wieder zu den anderen. Gut, wir wären soweit. Jetzt sind wir da. Jetzt sollten wir unserem Gegner überlegen sein. Jetzt können wir vernünftig an die Verhandlungen treten. Das ist der erste Schritt, den ich in den Erzelementar nicht gerufen habe. Das ist nicht seltsam. Jedes Element hat seine gewöhnungsbedürftige Art. Tja, ich bevorzuge sonst auch eher Luft, Wasser oder Humus.